Uhr 30, vor etwa einer halben Minute hat dieses Europacup-Spiel begonnen und die Bayern, damit sie sich gleich orientieren, wie gewohnt in Rot, und das ist der Schiedsrichter, ein neuer Mann aus Frankreich in seinem ersten Europacup-Einsatz, Rémi Harel aus der Nähe von Toulon. Fast typisch britisches Wetter, könnte man sagen, ein Wechsel von Wind, Wetter, Sonne, Regen, alles was man braucht. Im Moment ist es schön, relativ warm auch, aber es könnte durchaus sein, dass im Verlauf dieser 90 Minuten auch noch mal der ein oder andere Regenschauer runterkommt, so wie man das halt kennt hier auf der Insel. Die Bayern mit einer Mannschaft, mit der man so eigentlich gar nicht rechnen konnte. Hier ist die Chance von Bender, die erste richtig große Chance, dem Mann auf der linken Mittelfeldseite. Jupp Heynckes, der Chefcoach, hat sich entschieden, ein paar Änderungen vorzunehmen, gerade auch im Vergleich zum HSV-Spiel. Schauen Sie sich zunächst noch einmal diese schöne Situation an, ausgehend von Effenberg, der heute wieder im vorderen Mittelfeld spielt, und abgeschlossen dann von Bender. Also er hat die Mannschaft etwas offensiver gestellt, hat in der Abwehr nur Kreuzer als echten Manndecker, und dann werden entweder Berthold auf der rechten oder Grahammer auf der linken Seite den zweiten Stoßstürmer der Iren unter Kontrolle nehmen. Im Mittelfeld Sternkopf rechts, Bender links, Bernardo etwas defensiver und vorne Effenberg. Ja, dass sie zumindest das in die Waagschale werfen werden, was sie immer schon ausgezeichnet hat, nämlich Einsatz, Fußball mit Herz und bedingungsloser Kampf. Aber die Bayern wollen es spielerisch versuchen, wollen den Gegner in diesem Bereich in Schach halten, und schauen sich jetzt noch einmal die Aufstellung an. Mit Berthold also und Grahammer in der Abwehr, dazu Kreuzer Ziege, der neue Libero, Bernardo, Bender, Sternkopf und Effenberg im Mittelfeld, und vorne in der Sturmspitze Wohlfahrt und Massinho. Jupp Heynckes bietet heute also die beiden brasilianischen Neuverpflichtungen auf, erwartet sich vor allen Dingen von Massinho im Sturm einiges und hofft, dass Roland Wohlfahrt auch wieder zur alter Stärke finden wird. Das ist Oliver Kreuzer. Wie Torhüter Gerald Hilringhaus bestreitet er heute zum ersten Mal ein Europacup-Spiel. Ist dann schon etwas Besonderes. Allerdings in einem Stadion, das man als solches gar nicht bezeichnen kann. Wir waren ziemlich verwundert, als wir gestern hierher zum Training kamen. Wir haben zwar schon ein bisschen was gehört, aber ja, man fühlt sich fast in ländlicher Atmosphäre. Holzplatz auf dem Lande, könnte man sagen, mit wenig Qualität, was die Zuschauerränge angeht. Aber natürlich spielt das hier ja heute die geringste Rolle. Die Bayern müssen versuchen, auf einem gerade nicht sehr guten Platz mit vielen Löchern hier ihr Spiel zu finden und vielleicht schon im ersten Spiel im Sinne eines Aufstiegs dann in die zweite Runde alles klar zu machen. Stimmung ist gut, ich schätze, dass jetzt am frühen Nachmittag etwa 4.000, vielleicht werden es 5.000 Zuschauer sein, hier mit dabei sind. Man ist ja in ein Rugby-Stadion umgezogen. Platzkapazität hier insgesamt vielleicht 12.000 Zuschauer. So viel kann man natürlich heute nicht erwarten. Hier ist Bernardo auf seinen Landsmann Massinho. Der Schiedsrichter hat einen Moment gewartet, ob sich da eine Vorteilssituation ergeben würde für den Spieler von Bayern München, und jetzt muss er dann doch pfeifen. Bender ist da. Und bis auf Ziege und Grahammer fast alle Bayern-Spieler um den Strafraum herum.
spielen, was er früher auch in Nürnberg schon des Öfteren spielen musste. Verteidiger auf der Seite, er war es ja in der letzten Saison häufig auch gewohnt, in der Innenverteidigung anzutreten, zuletzt auch in Hamburg, das war aber dann Jupp Heynckes doch zu viel. Denn gerade Kreuzer und auch Grahammer waren nicht in der Lage, aus ihren Möglichkeiten etwas zu tun. Jupp Heynckes will mehr für die Offensive sehen und hofft da natürlich auf Bender und Sternkopf von den Flanken her. Gute Aktion von Torhüter Phil Harrington. Guter Schuss auch von Bernardo. So müsste es gehen. Michael Sternkopf. Tja, Bernardo hat natürlich gelitten in der Anfangsphase hier. Genauso wie Marcinho, der ja noch später kam unter dem harten Training. Muskuläre Probleme, Zerrungen. Damit mussten sich die beiden Südamerikaner herumschlagen und man will ihnen Zeit lassen, Ruhe lassen, um sich in diese Mannschaft integrieren zu können. Aber Sie wissen, mit der Zeit und mit der Geduld ist das so eine Sache, wenn man an der Spitze mitspielen will. Bisschen schwierig hier zu sehen, die Konturen der Linie auf der gegenüberliegenden Seite, aber der Linienrichter hatte die Fahne oben. Einwurf für Bayern München. Die Iren versuchen zu pressen, früh anzugreifen. Das ist ihr Spiel. Sie wollen schnell in den Zweikampf hinein, um dann vielleicht eine Chance zu bekommen. Das spielerische Element ist nicht ihre Sache. Roland Grahammer. Wir waren uns nicht sicher, ob er heute spielen würde. Er hat ja auch Leistenprobleme. Da droht vielleicht schon in absehbarer Zeit eine Operation, aber versucht es halt immer wieder. Das Verletzungspech der Bayern ist schon groß genug. Effenberg. Vielleicht hören Sie das über die Außenmikrofone. Jupp Heynckes, der ganz nahe am Rasen, am Spielfeld sitzt, ruft hinein, spielt den Ball, freilaufen, bewegt euch. Nur so können wir dem Kampfgeist der Iren etwas entgegensetzen. Effenberg, jawohl, Bernardo, Vorteil für Wohlfahrt. Roland Wohlfahrt, der Mann im Team der Bayern mit der meisten Europacup-Erfahrung, 46. Einsatz heute für ihn, nachdem er Hans Pflügler wie auch Manfred Schwabel, um nur zwei wichtige Spieler zu nennen, und natürlich auch Bruno Labbadia heute zunächst nur auf der Bank sitzt. Sternkopf. Rechts kommt jetzt mit der 2 Berthold. So kennen wir ihn ja aus seinen großen Spielen. Wenn er von der Flanke her kommt mit viel Tempo und dann die Bälle häufig auch vom Tor wegdrehend nach innen bringt. Das muss er jetzt spielen, obwohl er lieber Libero wäre. So, jetzt die Iren mit ein bisschen Platz. Das ist der Captain Murphy. Phil
Phil Harrington. Man sagt, er ist einer der drei besten Torhüter hier auf der Insel. Er ist kein Pat Bonner. Natürlich, das ist der irische Nationaltorhüter, wobei man sagen muss, dass alle guten irischen Nationalspieler, alle guten irischen Fußballspieler nicht hier auf der Insel spielen, sondern in England und der ein oder andere vielleicht auch in Schottland. Egon Cordes, der Helfer, der Kollege von Jupp Heynckes, hat die Mannschaft ja einmal gesehen, im ersten Ligaspiel, und er war der Meinung, es ist eine Amateurmannschaft mit viel Herz spielend. Allerdings, man darf sie nicht unterschätzen, aber man muss die Relationen natürlich schon erkennen. Die Bayern müssten sich hier von der Qualität her eigentlich, ich will mal sagen, durchsetzen, vielleicht auch klar durchsetzen. Wir werden das sehen. 12 Minuten gespielt, 0:0. Bernardo. Die Iren stehen bis auf einen Mann mit 4 oder 5 Leuten an der Mittellinie und erwarten die Bayern da. Man sieht also, dass sie gar nicht einmal gewillt sind, ja, den Bayern direkt ins Messer zu laufen. Sie warten ein bisschen ab. Hier ist die Bank mit Manager Noel O'Mahony, der mir gestern im Training, im Abschlusstraining noch gesagt hat, wir haben keine Chance. Ich darf es nicht laut sagen, aber ich sehe überhaupt keine Möglichkeiten. Mit der 3, Roland Krahammer. Ich bin vorher schon gesagt, dass er ja im Grunde genommen angeschlagen ist. Mal sehen, wo es ihn getroffen hat. Hier also die Wechselspieler für Bayern, ein junger Amateur-Torhüter, Uli Meier, dann Labbadia, Pfluger, Schwabel, Babbel. Also mittlerweile wieder eine Ersatzbank, die sich sehen lassen kann, in Anbetracht dessen, dass ja 4, 5 Stammspieler, vorwiegend offensiv orientierte Männer, fehlen. Ich denke an Strunz, an Thon und natürlich auch an Brian Laudrup. Eins ist klar, der auch schwer verletzte Raimund Aumann ist gut vertreten. Das haben wir in Hamburg gesehen. Das habe ich selbst beobachtet beim Training zuletzt nochmal an der Säbener Straße in München. Gerry Hillringhaus hat das volle Vertrauen der Mannschaft. Und Toni Schumacher, der ja mittlerweile auch für die Bayern mit am Ball ist, hier aber nicht spielen darf, wird sich das Spiel zu Hause ansehen. Ich kann dem Toni nur sagen, er weiß es aber auch selber. Bleib ruhig, Toni, da wird nichts anbrennen, da passiert nichts. Genießt die Tage oben im Rheinland. Krahammer also wieder voll bei der Sache. Sie merken vielleicht, dass der Ball ziemlich springt, unruhig hin und her hoppelt auf diesem Rugbyfeld. Ich bin gestern mal ein paar Schritte über diesen Rasen gegangen, tiefe Löcher. Der Boden hart, also nicht gerade das ideale Terrain für Techniker. Guter Einsatz von Massinho. Also Sie sehen schon, das typisch irische Spiel, höchstens 2 Querpässe, aber am liebsten nur einer und dann gleich der lange Ball nach vorne, um den Gegner einfach in den Luftkampf, in den Zweikampf zu verwickeln. Bernardo.
Shannon auf Barry. Das sind zwei der erfahrenen Männer hier drin. Und zum ersten Mal, bin auch kaum gefordert, Gary Hillringhaus. Hier ist Dave Barry. Übrigens ein klasse Sportler, auch in einer anderen Sparte, Gaelic Football. Das ist ja neben dem Hurling hier die Sportart schlechthin in Irland. Er ist gleichermaßen erfolgreich im Gaelic Football, sogar noch um einiges mehr. Da wurde er zweimal mit Cork irischer Meister. Harrington, auch noch kaum geprüft, denken Sie zurück. Ein Schuss von Bender und ein anderer dann von Bernardo. Mehr an gefährlichen Aktionen hatte er noch nicht zu unterbinden. Fehlpass von Ziege. Oh, da kommt aber Kreuzer. Ist im richtigen Moment gestartet. Hätte gefährlich werden können. Nummer 10, Pat Morley, einer von zwei Sturmspitzen. Die andere mit der 11, John Caulfield. Ziege schaut, sieht keinen, den er wirklich bequem könnte anspielen. Und eins ist ganz klar, die Bayern-Spieler müssten sich etwas mehr bewegen. Sonst wird kein vernünftiger Spielaufbau möglich sein. Böser, giftiger Thomas Berthold, so wie wir ihn kennen. Das braucht er vielleicht auch für sein Spiel. Aber Jupp Heynckes hat mir wieder versichert, er trägt diese Rolle. Er verkraftet diese Enttäuschung, dass er zunächst einmal von der Libero-Position nach rechts abgeschoben wurde. Im Sinne der Mannschaft muss er diese Rolle einfach gut ausfüllen. Und das war die beste Szene. Schuss von Roland Wohlfahrt. 18. Minute. Aus der Drehung heraus geschossen. War für den Torhüter nicht leicht zu halten. Die Flanke kam von Sternkopf. Ziege. Fällt durch ein paar Fehlpässe jetzt in der Anfangsphase auf. Ein Pressschlag. Ach, genau auf Harrington. Mit Christian Ziege. Da war schon ganz schön Gewalt dahinter. Effenberg. Das ist der Mann, den sie suchen. Im Mittelfeld, Anspielstation, Ideengeber, alles in einem. Und ein Jupp Heynckes, so wie wir ihn kennen, in den letzten Wochen relativ deprimiert, relativ verzweifelt. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass er den Kram im Moment am liebsten hinschmeißen würde. So. Der Torhüter signalisiert, irgendwas ist nicht klar, irgendwas ist nicht in Ordnung. Phil Harrington, der Schiedsrichter, läuft rüber. Das ist nicht der Manager, sitzt daneben, Noel O'Mahony. Ein Mann, der mir gestern erzählt hat, sein schönstes Erlebnis als Fußballer war ein
guter Fußballer für Hibernian Cork in den 70er Jahren. Sein schönstes Erlebnis war der Auftritt im Europacup gegen Borussia Mönchengladbach, gegen Jupp Heynckes und vor allen Dingen gegen Günter Netzer. Damals führten die Iren 1-0 in Düsseldorf, verloren dann 2-1 und hatten hier im Hinspiel schon alle Chancen vertan. Aber gerade für ihn war es ein Erlebnis, dass er nicht so leicht vergessen wird. So, machen wir weiter. Es läuft die 22. Minute. 0:0 zwischen Cork City und dem FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister tut sich ziemlich schwer in dieser Anfangsphase. Die Akteure wirken auch mit dem vom Spiel aus der Abwehr heraus manchmal unkonzentriert. Wobei ich sagen muss, dass eben wenig Anspielstationen da sind. Das fällt einfach auf. Das ist als erste Analyse. Sternkopf. Überhastet wirkend. Caulfield. Da kommt Dave Burry, hat ziemlich viel Platz. Einwurf rot. Die Iren heute übrigens in einem neuen Dress, sozusagen zu Ehren des Auftritts von Bayern München. Grün-Weiß, aber mit einem neuen Muster. Da ist man sehr stolz gewesen, hat es viel zu lesen gegeben in den regionalen Zeitungen hier in den letzten Tagen. Wie man überhaupt sagen muss, dass man schon unter dem Eindruck steht, hier einen Fußballverein zu Gast zu haben, der als überaus erfolgreich, muss ich Ihnen nicht sagen, bekannt ist, als einer der besten der Welt gilt. Auch wenn diese Mannschaft im Moment nicht in der Lage ist, wirklich Top-Fußball zu bieten. Das sieht man jetzt schon. Auch in diesem Europacup-Spiel. Bisschen Ärger mit Massinho und mit Caulfield. Es gibt keine Verwarnung, aber eine Ermahnung seitens des französischen Schiedsrichters. Ja, so geht es vielleicht im Gaelic Football zu. Da kann ja der Ball nicht nur getreten, da kann er geschlagen und gehalten werden. Und da ist dann doch ein bisschen mehr Dynamik im Spiel. So ist mir das gerade eben vorgekommen. Bernardo, schade. Effenberg hätte jetzt für einen Moment etwas mehr Raum gehabt. Bender. Und so bringen die Bayern dann den Gegner zumindest dann und wann ins Spiel. Ja.
unnötiges Dribbling von Bernardo. Und jetzt erste große Gefahr für das Bayern-Tor durch Dave Berry. Unfassbarer Fehler von Bernardo, dem 21-maligen brasilianischen Nationalspieler. Ähnlich wie in Hamburg. Viel zu lässig, viel zu locker lässt er sich da auf einen Zweikampf ein. Und die Iren warten ja nur darauf. Nutzen die erste echte Chance. Und Hillringhaus hat noch ein bisschen Pech, er war noch dran zum 1:0. 27. Minute im Musgrave Park zu Cork. Überraschende Führung für Cork City. Ja, was soll man da noch sagen? Die Bayern aufgerückt. Kreuzer natürlich in einer schlechten Situation. Auf der linken Seite war gar niemand. Und Dave Berry hat die technischen Qualitäten, um sich da Platz zu schaffen und hier ein Tor zu machen. Ziege und Bernardo. Und nochmal Ziege. Ja, er ist der Einzige, der ja, von seinen spielerischen Möglichkeiten her in der Lage ist, mal etwas Überraschendes zu tun. Einen guten Pass zu spielen, sich mal eine Chance zu erarbeiten. Aber einer allein, das ist zu wenig. Christian Ziege, ein Riesentalent, zweifellos. Aber es wäre gefährlich, wenn man jetzt alle Hoffnungen nur auf ihn legen würde. Das kann er nicht schaffen mit 19 Jahren. Effenberg in einer Rolle, die ihm nicht so sehr liegt. Er muss im vorderen Mittelfeld spielen. Dort, wo sonst ein Ton agieren würde, ein Laudrup es versucht hat. Und Bernardo ist ein Unsicherheitsfaktor, ein Sicherheitsrisiko, das haben wir in Hamburg schon gesehen und heute gerade eben bestätigt bekommen. Keine Abstimmung hier zwischen Berthold und Sternkopf. Wie sollte sie auch da sein? Die beiden haben selten auf der rechten Seite versucht, ein Pärchen zu bilden. Foul von Berthold, aber Vorteil, Spiel läuft weiter. Tja, das ist natürlich wie Doping für Cork City, dieses 1:0. Damit hatten sie nicht gerechnet. Sie wollten die Niederlage in Grenzen halten. 0-2, 0-3, 0-4, so hatte man vorher spekuliert. Jetzt führt die Mannschaft 1:0 und ich kann mir vorstellen, dass das ein hartes Stück Arbeit werden wird für die Bayern, wenn sie hier noch mit einem ordentlichen Ergebnis aus dem Musgrave Park herauskommen wollen. Abseits. Pat Morley, Spieler des Jahres. Gewählt worden von den Kollegen. Hat eine tolle Saison. 15 Tore hat er erzielt. Für irische Verhältnisse hier viel.
Er will Samba tanzen und das kann er nicht auf diesem Acker, der Bernardo. Das muss er auch mal einsehen. Die Bayern sollten es vielleicht wieder über die linke Seite versuchen. Ich habe den Eindruck, mit Grahammer und Bender läuft das da besser als drüben mit Berthold und mit Sternkopf. Und wie wenn es der Kreuzer gehört hätte. Auf geht's. Sie müssen es über die Flanken versuchen. Es hat keinen Sinn. Innen ist es so dicht, so eng. Da schaffen sie es nie, die Bayern. Da kommt wieder Pat Morley. McCabe. Dave Barry, der Torschütze. Oh, da ein stolzer Moment für ihn, für diesen Ian Cork so beliebten Sportler. Das sind alles Amateure, kann man sagen. Vielleicht drei oder vier Profis, mehr nicht in dieser Mannschaft, die in einer geregelten Arbeit nach trainieren am Abend, waren nicht im Trainingslager für dieses Spiel. Und da war er selbst mit der Hand dran, der Roland Wohlfahrt, aber der Schiedsrichter sagt weiter. Gut 10 Minuten noch in dieser ersten Halbzeit, die bisher aus Sicht des deutschen Rekordmeisters enttäuschend verlaufen ist. Aber daran ist die Mannschaft im Moment selber schuld. Oder soll man sagen, die Mannschaft kann einfach, so wie sie im Moment strukturiert ist, nicht mehr bringen. Aber das wäre dann doch ein Armutszeugnis, denn da spielen doch Nationalspieler mit, gestandene Fußballspieler, die unendlich viele Bundesliga-Begegnungen hinter sich gebracht haben. Da muss man doch vom Einsatz her zumindest mehr verlangen können, wenn auch vom Spielverständnis her vielleicht mehr im Moment nicht möglich ist. Man sieht es auf den Flanken, das habe ich gesagt. Man sieht es aber auch im Angriff. Wohlfahrt und Marcinho ergänzen sich kaum. Es ist schon unglaublich, wenn man das mit ansehen muss, wie es sich die Bayern selbst schwer machen. Statt sich frei zu laufen, mit Kurzpassspiel die Iren auszutricksen, lassen sie sich immer wieder in Zweikämpfe ein. Unfassbar.
Michael Sternkopf, mit dessen Trainingsleistung Jupp Heynckes in der letzten Woche überhaupt nicht zufrieden war. Deswegen hat er auch in Hamburg nicht gespielt. Der Trainer ist einfach der Meinung, wenn der Junge jetzt nicht einsieht, um was es geht, dann ist eben alles verloren. Denn er spielt in einer Position, in der sonst ganz andere Namen auftauchen. Lautrup, Ton, vielleicht auch Strunz, je nachdem. Und jetzt hat er die Chance und macht nichts draus. Am Montag in München hat Jupp Heynckes eine Stunde lang Standardsituationen üben lassen. Eckbälle immer und immer wieder von der rechten Seite vom Tor weg mit Sternkopf. So versucht man es jetzt. Bernardo, Massinho, Harrington. Ah, und da sehen Sie es, da ist der Stefan Effenberg heute zum ersten Mal Kapitän, nachdem ja Aumann, Thon und Flügler nicht dabei sind. Er ist der Mann, der die Mannschaft auch versucht, verbal ein bisschen anzufeuern. Leider gibt es in dieser Bayern-Mannschaft im Moment nur einen davon. Und der zweite, der Labbadia, der sitzt heute draußen. Die sind so brav, da ist kein Herz dabei. Manchmal habe ich fast das Gefühl, eine Mannschaft fast blutleer. £6 haben sie gezahlt, die Jugendlichen sind ungefähr 12 Mark für einen Platz hier im Stadion, um den berühmten FC Bayern München zu sehen. Und sie freuen sich jetzt über die eigene Mannschaft, die 1:0 führt durch das Tor von Dave Barry. Und das wahrlich nicht unverdient, auch wenn die Iren im Grunde genommen nur eine einzige Chance hatten. Sie haben sie genutzt. Effenberg. Kann man den Männern um Dave Morley, Liam Murphy, pardon, gar nicht verübeln. 5 Minuten vor der Halbzeitpause wollen sie natürlich mit diesem Traumergebnis in die Kabine kommen. Ich bin sicher, dass Jupp Heynckes zur zweiten Halbzeit irgendeinen Tausch vornehmen wird. Er muss einfach etwas versuchen. Das ist die einzige Möglichkeit, die er als Trainer hat. Er hat heute noch einmal eindringlich appelliert an die Mannschaft. Zumindest vom Einsatz her endlich mal was zu zeigen, den Leuten zu zeigen, dass da etwas möglich ist. Er war schwer enttäuscht nach der Niederlage in Hamburg, die nicht nur aus seiner Sicht wirklich nicht nötig war. Da hat sich die Mannschaft überhaupt nicht gewehrt.
gut gesehen von Effenberg. Berthold, müsste mal gehen. Nicht wieder in die Mitte rein. Und, jawohl, in dem Fall war es dann doch gut. Und es ist kein Zufall, dass gerade er, der blonde Postler früherer Tage aus Hamburg, Stefan Effenberg, das 1:1 erzielt. Drei Minuten vor der Halbzeit. Ah, da ist er ein bisschen betrübt. Der Phil Harrington, der gar nicht so furchtbar viel zu tun bekommen hat. Ausgangspunkt wieder einmal Stefan Effenberg, dann Thomas Berthold. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er rechts ein bisschen rausgeht auf die Flanke. Aber das Glück, dass der Ball hier zu Effenberg kommt, das muss man eben auch mal haben, wenn so viele Spieler im Strafraum stehen. Und dann trifft er 1:1. Der Szene hat man gesehen, dass man da ein Laufduell durchaus gewinnen könnte. Dieser Paul Bannon, dieser typisch britische Innenverteidiger mit der Nummer 5, ist zwar lang, kopfballstark und erfahren, aber eckig, ziemlich langsam. Dave Berry, McCabe, Sternkopf. Foul von Bannon. Kreuzer. So, jetzt kommt der Schlusspfiff. Jeden Moment. Denn wir sind schon in der 46. Minute. Es steht 1:1 zwischen Cork City und dem FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister kam sogar in Rückstand durch Dave Berry. Und da hatte man so das Gefühl, das könnte ein ganz schwarzer Nachmittag heute für den FC Bayern München werden. Und dann der beste Bayern-Spieler einmal mehr, Stefan Effenberg, erzielt dann doch 3 Minuten vor der Halbzeit das 1:1. Jetzt geht es dann wieder sozusagen bei Null los. Aber eins ist klar, die Bayern müssen sich einfach steigern, müssen mehr zeigen. Wenn es denn schon im spielerischen Bereich nicht gelingt, weil man im Moment die Spieler nicht hat, die man dazu bräuchte, dann will ich doch und wollen wir alle ein bisschen mehr Einsatz sehen, ein bisschen mehr taktisches Verständnis und ein bisschen mehr Herz, so wie es die Iren in den ersten 45 Minuten, und das war nicht anders zu erwarten, gezeigt haben. So viel aus Cork City, meine Damen und Herren, 1:1, also der Spielstand, und wir melden uns nachher rechtzeitig wieder zurück. Bitte, Waldemar Hartmann. Es hat sowas gegeben jetzt in der Halbzeit. Ein bisschen was bewirken wird, aber ich weiß nicht, ich habe ein schlechtes Gefühl. Cork City übrigens ein Club, den es erst seit 1984 gibt. Die zweitgrößte irische Stadt war 2 Jahre lang ohne Erstliga-Club. Und es ist stetig bergauf gegangen über
etwas schlechtere Platzierungen bis zum zweiten Platz in der letzten Saison. Da hat man erst im allerletzten Spiel hier zu Hause gegen Derry City die Meisterschaft verloren mit einer Heimniederlage und ist deshalb jetzt hier im UEFA Cup dabei und spielt nicht, möglicherweise wäre es das sonst gewesen, im Meistercup gegen Kaiserslautern. Massinho, sicherlich ein exzellenter Fußballer, aber er hat es überhaupt noch nicht zeigen können bei Bayern München. Gerade die Sturmspitzen haben immer etwas gelitten. Das ging auch dem Bruno Labbadia nicht anders. Unter der Tatsache, dass es einfach aus dem Mittelfeld heraus zu wenig Ideen gegeben hat, zu wenig gute Anspiele. Ziege ist der Mann, der als Libero, das haben wir gegen Kaiserslautern gesehen, manch guten Pass schlagen kann, der sich immer wieder geschickt mit einschalten kann, aber das kann natürlich auch nicht die Lösung sein auf Dauer. Bender, da ist Sternkopf, schön gemacht. Massinho und Eckball. Christian Ziege geht raus und wird diesen Eckball mit dem linken Fuß nach innen bringen, ans Tor heran. Und Jupp Heynckes gibt schon Anweisungen, wo wer hinzugehen hat. Eigentlich müssten sie es selber wissen. Ärgerte sich der Roland Wohlfahrt. Er hat viele Probleme gehabt mit den Verantwortlichen des FC Bayern München, die ihn kritisiert haben, die ihm vorgeworfen haben, dass er aus seinen Möglichkeiten zu wenig macht. Dann war er verbittert, wollte wechseln. Es gibt immer wieder Gespräche, aber das Wichtigste ist, dass er auf dem Platz wieder zu seiner Form findet. Ja, mit der Schulter hätte er den Ball fast untergebracht. Jetzt ist Massinho da. Tor. Oh. Tja. Es soll nicht sein. Massinho mit der ersten großen Chance. Habe ich gedacht, der Wohlfahrt muss ihn reintun. Wäre ein guter Auftakt gewesen. Vierte Minute der zweiten Halbzeit. Paul Bannon, der Libero, wobei man einen echten Libero hier ja auf der Insel überhaupt im britischen Fußball nicht kennt. Ist eher ein kantiger Stopper von 1,90 Länge. Das ist der Mann mit der Nummer 8. Ganz junger Anthony McHenley. Sternkopf vor Bayern Napier. Wieder Eckball. So, und jetzt gibt es eine andere Variante. Jetzt wird der Sternkopf mit dem rechten Fuß den Ball von Tor wegschlagen. Ziege. Ja,
Ah, schade. Da fällt mir wieder auf, dass sich die beiden einfach nicht verstehen. Der Sternkopf war ganz frei, da hätte der Pass sofort kommen müssen von Berthold. Er wartet und was wird dann draus? Gary Hillinghaus war nur einmal geprüft, das war nämlich beim Tor, da war er noch dran, hatte sonst überhaupt keine Möglichkeiten, sich hier zu präsentieren, seine gute Form zu zeigen. Frustrierend für einen Torhüter, wenn er im Grunde nur einen Ball aufs Tor kriegt und der ist drin. Grahammer auf der linken Seite, Bender, jetzt müsste der Ball kommen. Ja, man versucht etwas mitzuhelfen, allein es hilft nichts. Bernard, er braucht zu lang. Da fehlt die Spritzigkeit. Vielleicht wird es jetzt besser, wenn es im familiären Bereich aufwärts geht. Er ist aus dem Hotel ausgezogen, jetzt in eine Wohnung. Die Familie ist da, ist ja auch wichtig, darf man nicht vergessen. Gerade wenn man die Form der Brasilianer ein bisschen durchleuchtet. Enorm die Umstellungen, aber die Bayern haben es gewusst, dass es so sein könnte. Dave Berry. Schon über 30 Jahre alt. Der letzte sozusagen der ersten Stunde war 84, als Cork City zum ersten Mal ins Ligageschehen hier in Irland eingriff, mit dabei. Eins zu eins also der Spielstand. Beginnt jetzt die 55. Minute. Ich versuche mal runterzuschauen, ob sich da irgendetwas bewegt auf der Bayernbank. Aber Jupp Heynckes und Egon Cordes und Uli Hoeneß sitzen ganz ruhig. Tut sich nichts im Moment. Bernardo, vielleicht kann er das wettmachen, was er da in der ersten Halbzeit durch seinen Fehler der Mannschaft eingebrockt hat. Zwei Schritte weiter und dann hätte es einen Elfmeter gegeben. Ziege, Berthold, Grahammer. Und Effenberg ist der Mann, der entscheidet, welche Variante gespielt wird. Gelbe Karte für den letzten Mann in der Mauer. Das war der Kapitän Liam Murphy. Zweite gelbe Karte in der ersten Halbzeit wurde Mick Conroy, der Sechser, bestraft.
Also Krahammer oder Berthold mit rechts oder vielleicht Christian Ziege. Sternkopf fordert immer wieder lautstark den Ball hier auf der rechten Seite, aber es dauert relativ lang, bis sich da einer entscheidet, mal zu wechseln. Ziege, jetzt ist er dran. Sternkopf. Berthold. Den Ellbogen mit dabei gehabt, der Bernardo. Aber insgesamt habe ich so das Gefühl, dass ein bisschen mehr Sicherheit ins Spiel der Mannschaft kommt, der bayerischen Mannschaft nämlich, ohne dass jetzt da sehr viel Effektives dabei herausgekommen wäre. Aber im Laufe der Zeit könnte sich das dann vielleicht doch umsetzen lassen in einen weiteren Treffer, wenigstens noch einen Treffer. Der Schatzmeister der Bayern wird nicht unzufrieden sein, wenn es knapp bleibt vom Ergebnis her. Damit dann in 14 Tagen das Olympiastadion nicht allzu leer ist. Wieder Barry. Sie kommen selten, aber wenn, dann wird es gefährlich. Ja, der sieht was. Der sieht was, der Dave Barry. Das ist der Einzige bei den Irren, der Spielmacherqualitäten hat. Mick Conroy, der Co-Trainer übrigens, schon 34 Jahre alt. Muss heute spielen, weil auch Noel O'Mahony ziemlich viele verletzte Spieler nur auf der Bank hat. Da geht es ihm im Moment kaum besser als seinem Kollegen Jupp Heynckes. Mann, halt doch den Ball! Vielleicht haben Sie da gerade noch rechts durchs Bild huschen sehen Bruno Labbadia, der sich jetzt ebenso warm macht wie Manfred Schwabel, also zwei offensive Kräfte. Ich hätte einen von den beiden schon früher erwartet, aber vielleicht wird es dann so um die 65. Minute herum soweit sein. Thomas Berthold. 49 Länderspiele für Deutschland. International für die Ländermannschaft gesperrt wegen seines Platzverweises in Wales. Und mit seiner Rolle hier in München nicht zufrieden, wiewohl ich sagen muss, dass er wahrscheinlich nur auf der rechten Seite wird überleben können in dieser Bayern-Mannschaft. Das muss man einfach feststellen, weil der bei weitem bessere Fußballer einfach Christian Ziege ist. Und wenn dem nicht zustößt, dann muss der einfach auf der mittleren Position bleiben.
Letzte Woche war das Endspiel drüben in Dublin. Gaelic Football, 65.000 Zuschauer. Die Grafschaft Cork war diesmal nicht dabei, aber mit Dave Barry zusammen hat es Cork 89-90 geschafft. Diese Sportart begeistert hier die Massen. Man muss aber sagen, dass der Fußball nach den Erfolgen von 88 Europameisterschaft und auch nach den guten Spielen bei der Weltmeisterschaft immer mehr Anhänger hier hat. So, jetzt gibt es einen Freistoß für die Weiß-Grünen. Oliver Kreuzer war sehr erbost über diesen Pfiff von Schiedsrichter Remy Arell. Ja, er ist schon ein bisschen aufgestiegen, der Karlsruher. Da darf er sich nicht beklagen. So, jetzt kommt sehr darauf an, was der Torhüter macht, ob er sich gut versteht mit seinen Kollegen in der Mauer. Der Gary Hillinghaus ist ja ein ruhiger Geselle, aber in so einer Phase, in einer solchen Situation, da wird er schon mal laut. Da kommt er, Barry. Tja, den Fluch möchte ich nicht hören, den er da auf den Lippen hat. Gut gemacht von Gary Hillinghaus. Den muss er aber auch halten, das ist seine Ecke. Glatt vorbeigesprungen, der Keeper. Alle Bayern-Spieler sind unterwegs, versuchen ein bisschen aufzuwärmen, die Muskeln warm zu bekommen. Temperaturen hier in Cork sehr angenehm, obwohl doch dann und wann ein kräftiger Wind weht. Aber es lässt sich gut aushalten hier. Abseits. Leier lässt weiterspielen, aber Hillinghaus muss da auch zur Stelle sein, wenn er ein bisschen mit dabei ist im Geschehen. Aber es ist nicht das eingetroffen, was wir eigentlich hier erwartet haben. Die Iren müssten doch eigentlich etwas müder werden. Die Bayern haben ganz gut kombiniert, haben mehr Sicherheit gewonnen. Aber das 1:1 reicht den Männern von Noel O'Mahony, so scheint es gar nicht. Sie wollen auch einen zweiten Treffer. Von Napier kam in letzter Sekunde ins Team, 18 Jahre alt. Ja, ein Milchgesicht noch. Kennt aber auch kein Pardon. Der Stefan Effenberg holt den Ball aus seinem Loch heraus. Mit bloßem Auge sieht man diese Löcher hier. Die Bayern hatten gehofft, dass sie noch zugemacht würden im Laufe der Nacht. Aber auch damit muss man in einer ersten Europacup-Runde fertig werden. Die Bayern haben schon auf schlechteren Plätzen gespielt, das muss auch gesagt sein. Soll keine Entschuldigung sein. Es war zwar nicht so gewollt, aber der Barry hat den Ball. Und das ist zunächst mal entscheidend.
hat vielleicht gefährlicher ausgesehen, als es dann letztlich für Gary Hillringhaus war. Anthony Kennelly. Immerhin, die Bayern müssen wachsam sein, weiter wachsam sein in der eigenen Hälfte, in der eigenen Abwehr und sollten doch versuchen, wenigstens noch ein, vielleicht zwei Tore selbst zu erzielen, aber es wird schwer werden. Eckball mit Sternkopf. Unkonzentriert. Genau das, was ein Trainer hasst. Deswegen lässt er das auch immer wieder trainieren. Für diese paar Sekunden muss man all seine Konzentration einfach zusammennehmen und einen ordentlichen Ball nach innen bringen. Das ist ja furchtbar. Erst das dritte Europacup-Spiel übrigens für Cork City. Die Mannschaft hat vor 2 Jahren im Pokalsiegerwettbewerb mitgewirkt, aber nur eine kurze Runde lang gegen Torpedo Moskau. Heute also dritter Einsatz gegen Bayern München. Der deutsche Rekordmeister steht bei 179 Einsätzen. Abstoß. Aber eine solche Situation hat es im ganzen Spiel vielleicht einmal bisher gegeben, dass die beiden Sturmspitzen aus dem Lauf heraus angespielt werden. Effenberg war es. Ansonsten gibt es für Massinho auf der einen und Wohlfahrt auf der anderen Seite kaum eine Möglichkeit, mal vernünftig an einen Ball ranzukommen. Die sind natürlich angewiesen darauf, dass man sie, tja, aus dem Mittelfeld heraus mit einem überraschenden Pass ins Spiel bringt. Ziege. Komm recht. Berthold wäre frei. Ah, da merkt man die Unsicherheit. Effenberg. Jetzt versucht sich mal Bender. So, die 70. Minute läuft und der Schiedsrichter hat irgendetwas zu monieren. Grämen Sie sich nicht, liebe Zuschauer zu Hause, wenn Sie kein Bild haben. Hier passiert nichts im Moment. Das Spiel ist unterbrochen von Schiedsrichter Arell. Ich weiß nicht, was ihn stört. Keiner weiß, um was es geht. Das Spiel ist jetzt wieder freigegeben. Also gut, machen wir ein bisschen Hörfunk.
Grahammer. Der Ball ist auf der linken Seite jetzt mit Grahammer und Bender. Da hat sich Jupp Heynckes ein bisschen was versprochen von den beiden. Aber da ist nicht viel dabei rausgekommen. Und immer, wenn wir auf Radio umschalten, ist das Bild wieder da. Das kennen wir auch. Die Bayern versuchen jetzt etwas mehr Tempo noch ins Spiel zu bringen für die letzten 20 Minuten. Man merkt es, sie feuern sich ein bisschen gegenseitig an. Berthold jetzt mit einem Einwurf schon knapp an der 16-Meter-Linie. Aber Marcinho, der Brasilianer, und auch Bernardo, sein Landsmann, haben Schwierigkeiten, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Jetzt die Möglichkeit für Marcinho. Und der kommt sich immer wieder mit den irischen Abwehrspielern ins Gehege. Kleine Rempeleien, Unfreundlichkeiten, die sie da austauschen, auch wenn sie es gegenseitig dann nicht verstehen können. Rausgekommen ist ein Eckball für die Bayern. Und bereit steht Michael Sternkopf, der aber noch nicht treten kann, weil ein irischer Abwehrspieler verletzt im Strafraum liegt. Es ist Paul Bannon, der hoch aufgeschossene Libero, der Innenverteidiger, der erfahrenste Mann, der schon bei Nottingham Forest gespielt hat, in Griechenland und auch in Holland. Jetzt der Eckball. Marcinho, Sternkopf versucht zu schießen, trifft den Ball nicht richtig. Abstoß vom Tore Phil Harringtons. Wie schaut's aus? Haben wir Bild? Gut. Dann können wir ein bisschen zurückschalten vom Kommentar. Also 1:1, 28. Minute der zweiten Halbzeit. Und sowohl Bruno Labbadia als auch Manfred Schwabel stehen hinter dem Tor, versuchen sich zu warm zu halten, warten noch auf ihren Einsatz. Effenberg ist überall. Er versucht vorn das Spiel anzukurbeln. Er versucht Anspielstation im Mittelfeld zu sein. Und wie eben jetzt hilft er auch, wenn es sein muss, hinten aus. Der Junge imponiert mir. Barry. Ziege. Es gibt Gelb jetzt. Er zeigt an, festgehalten, festgehalten. Wo hat er festgehalten? Der Michael Sternkopf muss ein bisschen vorher gewesen sein. In der Szene war es nicht. Aber wie auch immer, der Karlsruher muss runter. Das war so vorgesehen. Für ihn kommt Labbadia.
Und für den Schwabel müsste sich noch einer finden, der runtergeht. Der Manni möchte aufs Spielfeld und ja, jetzt kommt er, Manfred Bender. Das ist Labbadia. Bisher 4 Europacup-Einsätze für den Hamburger Sportverein. War sehr traurig, als er heute Vormittag erfahren hat, dass er nicht spielen würde von Beginn an. Aber Jupp Heynckes meinte, der hat alles mitgemacht in dieser ersten Phase für Bayern München. Der ist im Tief, im körperlichen Tief. Wie so oft sieht es der Spieler dann ein bisschen anders, aber vielleicht hat er ja jetzt noch mal die Chance zu glänzen. Ziege. Ja, geklammert von beiden, aber diesmal entscheidet sich der Schiedsrichter gegen den Angreifer, gegen Massinho. Paul. Ja, Hildinghaus hat sich entschieden, drin zu bleiben. Foul. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Ich habe da ein Foul gesehen, aber der Schiedsrichter ist näher dran. Lässt weiterspielen, aber was war das für eine Möglichkeit jetzt für die Iren? Davon leben sie, Pressschläge, Ball irgendwie nach vorne, rein in den Zweikampf und dann die Chance suchen. Und hier gegen diese Bayern hätten sie sie fast wiedergefunden. Kreuzer und Hildringhaus. Ja. Der Feldspieler fordert den Torhüter, der wollte wieder zurückgehen. Also das war eine ganz unheimliche Situation. Thomas Berthold, sein größter Wunsch, mit dem FC Bayern München Europacup-Sieger der Landesmeister zu werden. Aber wann erleben wir das? Wann spielen die Bayern wieder im Europacup der Landesmeister? War nicht schlecht, war nicht schlecht. Der Ball von Ziege, verlängert dann von Berthold. Nochmal Ziege, der Libero. Ihn hält jetzt hinten nichts mehr. Und Bennen zu einer weiteren Ecke für Bayern München. Schwabel. Pat Morley. Der Verteidiger, der Captain mit der Nummer 2, Liam Murphy. Früherer Junior-Nationalspieler hier in Irland.
Das gefällt mir einerseits, dass der Christian Ziege jetzt sich vermehrt nach vorne mit einschaltet. Aber er fehlt natürlich dann auch hinten. Das haben wir jetzt schon zwei, dreimal gesehen. Die Bayern sind jetzt ungeduldig und ermöglichen den Iren dadurch natürlich den einen oder anderen Konter. Noch 9 Minuten. Immer noch 1:1. Grahammer ist der Einzige, der jetzt hinten geblieben ist. Jetzt kommt Schwabel wieder. Schade drum. Zum zweiten Mal geht der Ball zunächst an die Latte, diesmal an den Pfosten. Hier Manfred Schwabel. Und im Nachschuss dann scheitert dieser Mann, Oliver Kreuzer. Ein Pressschlag. Hat er schön genommen, der Manfred Schwabel. Und da wäre jeder Torwart der Welt zu spät gekommen. Und da in solchen Situationen sieht man, wie kompromisslos die Iren zur Sache gehen. Er hat spüren müssen, Oliver Kreuzer. Nochmal Ziege. Nochmal Manfred Schwabel, der seinen sicheren Part im Mittelfeld spielt, schon in der ganz bisherigen Saison. Aber er ist natürlich auch kein Mann, der wirklich den überraschenden Pass spielen kann, so wie etwa ein Hansi Dorfner das früher getan hat, ein Ton. Eins kann ihn hier heute nicht stören, den Stefan Effenberg. Gepfiffen wird nicht, wenn er am Ball ist. Muss schon schlimm gewesen sein am Samstag in Hamburg. Ich habe mir es erzählen lassen. Und wenn er sagt, es macht ihm nichts aus, dann glaube ich es ihm nicht. Das geht schon tief rein, sowas. Conroy. Nochmal Conroy, der früher mit Alan McInerney mal für eine Saison bei Celtic Glasgow gespielt hat. Ist ziemlich fertig, hat keine Luft mehr. Schaut raus auf die Bank, aber sein Manager sagt, halte durch, Junge, es sind nur noch 6 Minuten. Also dieser Napier ist schon erstaunlich stark im Tackling mit seinen 18 Jahren. Jetzt wird er doch erlöst, der Mick Conroy. Bravo
sagen die Zuschauer hier, Respekt, dass er sich zur Verfügung gestellt hat. Der Mann, der unter einem der ganz großen Trainer, unter Jock Steen bei Celtic Glasgow gearbeitet hat, viel gewonnen hat im Hampden Park. Er macht also jetzt Platz für einen Jungen mit der Nummer 14, Baudrin, für die letzten vier Minuten für Cork City auf dem Feld. Ein stolzer Tag für Noel O'Mahony, wenn er mit einem 1:1 nach Hause gehen kann heute, dann ist das sicherlich ein Highlight in seiner Karriere als Manager. Ganz egal, was in 14 Tagen in München passiert. Am Samstag kommen seine früheren Kollegen ins Münchner Olympiastadion. Die Männer von Trainer Stepanovic, weiß nicht, was er sich denken wird, wird genüsslich an einem Zigarillo schnuppern und sagen, mein Gott, gegen diese Bayern werden wir offensiv spielen am Samstag. Da werden wir unsere Chance im Angriff suchen. Aber der Samstag bringt dann wieder ein ganz anderes Spiel. Nur, wenn man die Begegnung heute zum Maßstab nimmt, dann müsste sich der Tabellenführer eigentlich keine Sorgen machen. Zu stark haben die Bayern heute enttäuscht. Und zu klar ist heute auch zutage getreten, warum die Mannschaft in dieser Saison einfach nicht besser spielen kann und nicht erfolgreicher war. Vergessen wir nicht die vielen Verletzten, das soll keine Ausrede sein, aber es ist eine Erklärung. Thon, Laudrup, Strunz. Drei der allerbesten. Kann man kaum wegstecken. Klaus Augenthaler ist übrigens mitgefahren, sozusagen als Botschafter des Clubs. Und als ich einigen Kollegen gestern erzählt habe, dass dieser Klaus Augenthaler in seiner einmaligen Karriere 89 Europacup-Spiele bestritten hat, dann konnten sie es überhaupt nicht glauben, dass sowas möglich ist. Er hat gestern mittrainiert und manche dachten, Mensch, der ist doch noch so gut beisammen, der könnte spielen. Und vielleicht könnte man ihn auch in der einen oder anderen Phase einer solchen Begegnung noch brauchen. Rein von der Persönlichkeit her. Labbadia, dort wo er eigentlich nicht sein soll, er muss in den Strafraum rein. Gegen den Manni Schwabel ist da nichts zu machen. Der Holzkirchner ist da bissig. Kann sich nur vorstellen, wie sauer der war, als er heute erfahren hat, dass er nicht spielen würde am Anfang. One, two. Ziege. Also die Iren haben das gebracht, was man nach den Beobachtungen von Egon Cordes auch erwarten durfte. Sie haben mit Herz gespielt. Sie haben den Zweikampf gesucht und haben ihn oft gewonnen. Und haben ihre einzige echte Chance auch verwertet durch Dave Barry in der 28. Minute. Nach einem Katastrophenfehler von Bernardo. Und wenn das zu einem 1:1 reicht gegen einen Club wie den FC Bayern München, tja, dann brauche ich nicht mehr dazu sagen. Dann weiß man,
langsam den deutschen Rekordmeister im Moment bestellt ist. Die Iren, vor allen Dingen die Verantwortlichen auf der Bank, fordern den Schiedsrichter auf, abzupfeifen. Aber es wird wohl noch eine knappe Minute gehen hier im Musgrave Park, in diesem Rugby-Stadion in Cork. Und ich kann mir vorstellen, dass die Fans, die Anhänger dieses noch jungen Clubs einiges zu feiern haben in den zahlreichen Pubs. Da wird einiges an Bier, an Ale, an Light und was es da nicht alles gibt, an Guinness noch fließen heute. Nochmal Dave Berry gegen Kreuzer. Und dann fällt er vor Schwäche im Strafraum um. Mit 31 Jahren hat auch er alles gegeben, alles gebracht, was er noch drauf hat. Bei den Bayern hat man gesehen, dass nur Ziege ein bisschen spielerische Linie mit reinbringen kann. Das hat er in der zweiten Halbzeit vermehrt getan. Ansonsten war Effenberg ein guter Kapitän. Und nicht zuletzt er war es, der das 1:1 erzielt hat, sodass es nicht gerade eine Riesenblamage gegeben hat. Aber ein bisschen nachdenklich werden die Bayern den Flug jetzt in etwa 2 Stunden zurück nach München sicherlich antreten. Mehr ist nicht zu sagen. Sie haben es gesehen, meine Damen und Herren. Samstag ist ein neues Spiel gegen die Frankfurter Eintracht im Olympiastadion. Da werden die Bayern vor vielleicht ausverkauftem Haus einiges gut machen können. So viel aus Cork, aus der südirischen Hafenstadt. Mit einem innerlich sicherlich nicht zufriedenen Stefan Effenberg darf ich mich verabschieden und gebe zurück nach München zu Waldemar Hartmann. Auf Wiedersehen. Katastrophal. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, wer nicht zufrieden ist, der hat den Beruf verfehlt. Das war ja unglaublich. War das. Aber ich meine, ihr wart ja vorbereitet darauf, dass die Iren Fußball mit Herz spielen würden, kämpfen würden. Ja. Warum konnte man sich darauf nicht insofern zumindest einstellen? Ja, warum weiß ich auch nicht. Ich glaube, dass jeder wusste, worum es eigentlich ging und jeder wusste, wie die Iren spielen. Und dass wir die Einstellung nicht gefunden haben, wo dann das lag, weiß ich auch nicht. Wir haben heute überhaupt keinen Rhythmus gefunden. Ich glaube, es den Gegner leicht gemacht, auch wenn der Gegner für mich überhaupt keine Qualitäten hatte. Und deswegen sind Sie doch verzweifelt? Nein, ich bin total unzufrieden, aber nicht verzweifelt. Das ist etwas, was ich nie bin.